Die Börsenminute von Julia Kistner. Da Microsoft auch in meinem persönlichen Langfristportfolio liegt, Achtung, dies ist wie immer keine Anlageempfehlung, schaue ich mir auch etwas genauer an, wofür Microsoft so sein Geld ausgibt. Microsoft-Chef Satya Nadella twitterte jetzt, dass er mit einer Multimilliarden-Dollar-Investition in das kalifornische Startup OpenAI einsteigt, weil man sich ein Multimilliardengeschäft mit künstlicher Intelligenz erhofft. Genau dafür hat OpenAI die medial gehypte Software ChatGPT entwickelt. Kann die was? Ja, sie kann was, wie ich mich selbst überzeugte. Ich ließ ChatGPT die besten Agrartechnologieaktien recherchieren und wollte schauen, ob sie mir ein ähnliches Ergebnis liefert, wie mein Gesprächspartner der aktuellen Podcast-Folge der Geldmeisterin Robin Black von Egon Management. Beide hatten unter den Top 10 die Klassiker John Deere, AGCO Corporation, Kubota und CNH Industrial auf ihrer Liste. ChatGPT zählte auch noch die Saatgutunternehmen Syngenta, DuPont und Monsanto auf. Okay. Was mich aber wirklich faszinierte, sie filterte mir auch noch mit Precision Planting, Raven Industries und Trimble noch Unternehmen raus, die die Landwirtschaft mit GPS- und Lasersteuerungstechnologien sowie Software ausstatten, die es bestimmt wert sind, genauer anzuschauen. Probiert's einfach mal selbst aus. Für Recherchezwecke funktioniert ChatGPT verblüffend gut. Ich fühle mich aber dennoch nicht überflüssig, weil die Idee zu dem Thema hatte ja ich und nicht ChatGPT. Vor allem aber erfordern intelligente Antworten auch gescheite Fragen. Und hinterfragen sollte man nicht nur Beiträge von Journalisten, sondern auch von Chatbots. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.